Ja, Glückwunsch, Harvard Nielsen bei mir zum 2:1 Heimsieg gegen den Karlsruher SC. War ein enges Spitzenspiel, das, was man vorher erwarten konnte, am Ende durch einen VAR-Elfmeter entschieden. Wie verdient war dieser Sieg heute? Verdient, würde ich sagen. Ich fand, wir waren eigentlich von Anfang an schon gut im Spiel, haben auch unsere Chancen gehabt, erste Halbzeit. Ich auch eine Riesenchance, die halt reinmachen muss. Aber nee, das war, wie du auch sagst, ein schwieriges Spiel, enges Spiel. Aber ich fand dann zum Schluss auch mit dem Rückstand, haben wir auch ein gutes Team gehabt, haben da auch wirklich zurück im Spiel kommen können. Und natürlich damit das späte 2:1 natürlich ein wunderbares Spiel zu Ende. Ja, du hast gesagt, ja, wir haben das Spiel gedreht. Gerade die zweite Halbzeit haben wir ordentlich Dampf gemacht. Was war denn am Ende der Schlüssel für die 3 Punkte? Ja, Schluss ist jetzt quasi ein bisschen schwer, so schnell nach Spiel zu sagen, aber ich finde trotzdem halt, dass man auch sagt, obwohl man dann auch 0:1 hinten kommt, dann bleiben wir halt in unserem Spiel, haben halt Fokus auf, was wir auch machen können im Spiel. Die Jungs von hinten auch gute Bälle nach vorne, viele Flanken gebracht und dann auch eine super Einzelleistung dann zum 1:1 von Jess. Natürlich ein super Tor und dann halt bleiben wir dran und kriegen auch das 2:1. Genau, und dann war das der sechste Heimsieg im sechsten Heimspiel. Blick auf die Tabelle, man steht ganz oben. Welche Bedeutung hat das schon nach dem 11. Spieltag und wie hat sich das nach dem Spiel mit den Fans angefühlt? Ja, super natürlich. Ne? Man, das sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus, aber wie du auch sagst, ist schon früh noch nach 11. Spieltag. Aber klar, es fühlt sich super an. Stehen wir jetzt momentan ganz oben. Fans waren da. Spitzenreiter habe ich auch so ein bisschen gehört von außen. Von daher, das fühlt sich gut an, aber wie gesagt, ist noch ein langer Weg bis zum Schluss. Genau, und der nächste Step für diesen langen Weg heißt Elversberg. Was nimmt man von heute mit, um auch da wieder erfolgreich zu sein? Ja, ich denke schon, dass eigentlich, dass wir auch wieder sehen mussten, obwohl wir jetzt, ja, sagen wir nicht von Anfang an dann die Tore machen, dass wir halt trotzdem ruhig bleiben, unser Spiel machen. Und wir haben ja auch heute sehen können, wie oft jetzt gesagt, dass auch mit Rückstand können wir auch dann zurückkommen. Und ich glaube, es wird auch ein ganz anderes Spiel. Natürlich dort auswärts auch nicht so einfach. Ich glaube, auch HSV hat da auch irgendwie letztes Spiel 4:2 verloren gegen Elversberg. Also, es ist kein einfaches Spiel von uns, aber wie gesagt, Fokus auf unsere Aufgabe, dieses gute, positive Energie mitnehmen und dann wird auch hoffentlich ein sehr gutes Spiel von uns. Dann bedanke ich mich bei dir. Danke auch. Ja, Jessica Gankam bei mir, Torschütze zum 1:0. Wir haben gewonnen, aber ich möchte mich gerne erstmal auf dein Tor fokussieren. Also, das war ja sensationell gemacht. Ein Tor des Willens, habe ich gehört. Wie hast du die Situation gesehen? Wie es entstanden ist, habe ich keine Ahnung mehr, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ich weiß nur, dass er am Ende reingegangen ist unter die Latte und es war halt purer. Wow. Wie soll ich sagen? Ja, ich glaube, purer Wille passt schon ganz gut. Ja, wir wollten halt das Spiel unbedingt drehen. Wir wussten, was dieses Spiel auf dem Spiel stand. Es ist ein sehr enges Tabellen. Die Tabelle ist sehr eng. Und ja, wir wollten heute unbedingt das Spiel gewinnen und ich denke, dass wir es in der zweiten Halbzeit, auch in der ersten Halbzeit gezeigt haben und am Ende auch gedreht haben, verdient. Verdient. Du hast gerade schon einen leichten Blick auf die Tabelle geworfen. Die Fans haben auch schon gerufen, Spitzenreiter, Spitzenreiter. Nach dem 11. Spieltag, welche Bedeutung hat Platz 1 und wie fühlt sich das an, nach dem Spiel vor der Kurve so zu feiern? Vor der Kurve so zu feiern, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, auf jeden Fall. Was hat es für eine Bedeutung? Noch gar keine, das heißt noch gar nichts, vor allem jetzt nicht so, wie es aussieht in der Tabelle. Es ist sehr, sehr eng. Es kann Woche für Woche alles passieren und trotzdem kann man dazu sagen, was bedeutet, dass wir auf einem guten Weg sind und da weitermachen müssen. Natürlich müssen wir uns in vielen Dingen noch verbessern und hoffentlich weiter konstanter spielen. Dann bedanke ich mich bei dir. Danke. Danke.